Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich der Micha. Ja, und Zendikars Erneuerung ist endlich da. Und heute reden wir über die Promo Booster. Viel Spaß mit den News. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer mit den Gewinnern bzw. dem Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an TB79. Wir haben unter deinen Gewinnerkommentar gepostet, wie du uns kontaktieren kannst, um deinen Gewinn abzuholen. Mach das und dann geht dein Gewinn an dich raus. Ja, auch zu diesem Video gibt es wieder eine Verlosung. Dann nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und von GameGenic gibt es diesmal eine Fortress 320 Box. Ja, auch ein cooler Artikel, entsprechend auch um seine Commander-Karten oder Deck-Karten entsprechend aufzubauen, also macht da mit. Ja, aber auch die Facebook-Aktion, ne, läuft ja noch bis zum, ich glaube, 25. diesen Monats und bis zu 3 Draft-Displays Zendikar-Erneuerung hauen wir raus. 2 gibt es schon garantiert. Uns fehlen noch 450 Likes der Aktion, um das dritte Display rauszugeben. Also macht da nochmal mit, gebt nochmal Freunden Bescheid, teilt die Aktion selber, damit die Aktion da entsprechend noch die weiteren fehlenden 450 Likes bekommt und dann geht Display 3 entsprechend auch raus. Ja, was ist passiert? Unboxings, ja. Zendikars Erneuerung. Wir haben schon mal richtig kräftig Finger angelegt. Wir haben in den News viel drüber gesprochen, aber jetzt haben wir das Draft Booster Display geunboxed. Haben das Set Booster Display geunboxed. Was ja richtig cool war, dass alle Displays haben jetzt ja Expeditions drin, entsprechend, also ein ja. Boxtopper. Und da haben wir auch richtig gut geöffnet, muss man sagen. Also da kann man echt lucky gehen. Pre-Release Packs haben wir schon geöffnet. Ich habe mir ein Deck gebaut. Das Video ist auch schon online dafür und wir haben es schon auf Twitch gespielt. Immer sonntags ab 14 Uhr streamen wir ja Magic Tabletop auf Twitch, Trader Online Video. Und die Duellvideos gehen jetzt auch online. Ja, und dann gab es die erste von mehreren kommenden Ultra-Pro-Vorstellungen, denn auch da ist jetzt die Mythic Edition komplett da und man kann also sprich sein Hobby auch gut gewanden und einfach stylisch zocken. Schaut gerne mal rein. Ja, jetzt aber zu den Kommentaren. Ja, da schreibt zu Zendikars Erneuerung Mystic Shocks. Ich freue mich schon richtig auf Zendikar. Auch die Commander-Decks haben es mir angetan und lassen meine Vorfreude steigen. Top-Video wieder. Daniel Smolnik, cooles Set. Einige Karten aus dem Set sind für Commander potenziell sehr interessant. Ich bin gespannt, wie das Spielen so wird. Die Commander-Decks sind für Einsteiger durchaus zu gebrauchen. Ich finde die Landform-Mechanik cool und möchte diese in meinem Commander unbedingt mal ausprobieren. Ben Froh, ich freue mich schon sehr auf Zendikars Erneuerung und ich habe eine Frage. Bekommt ihr als VPN Premium Store auf 5 der Meme Secret Lairs mit dem White Bordered Tibalt? Und wenn ja, ab wann könnte man diese bei euch kaufen? Und 1892er Wizards of the Coast hat bereits bekannt gegeben, dass es zumindest auf jeden Fall in Englisch wieder eine Gift Edition geben wird, so wie bei der Eldraine letztes Jahr. Auf der Trader-Seite findet man dazu aber noch nichts. Und in den News habt ihr auch noch nichts dazu gesagt. Bekommt ihr auch welche und wisst ihr, ob sie dann auch in Deutsch erscheinen? Stichwort deutsche Collector Booster. Ja, wir haben jetzt mal diese Kommentare rausgegriffen, um nicht wieder zu posten immer, ja, super, 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 denn die Vorfreude auf Zendikars Erneuerung ist bei euch definitiv da. Also da gibt es Tonnen von Kommentaren, die alle sagen, oh, ich freue mich, ich bin so gehypt. Ne? Und ja. Es spielt sich auch richtig gut. Wir haben ja schon Hand angelegt, es ist richtig, richtig cool. Stimmt, Magic Arena hast du ja mit Jenna ja auch schon gespielt gehabt, ne? War ja auch noch mit dabei. Stimmt. Da habt ihr ja auch schon noch ein Pre-Release gespielt. Ja, dieses Jahr ist ja, sagt Magic, ja, ist ja das Jahr für Multiplayer, für Commander-Spieler. Insofern sind in Zendikars Erneuerung auch wirklich viele Karten dabei fürs einfach Küchentisch-Multiplayer oder fürs Commander-Spiel entsprechend da. Wirklich auch viele Karten, die man gut verwenden kann. Wir haben in den letzten News haben wir euch ja die Commander-Decks vorgestellt. Denn statt Planeswalker-Decks gibt es ja zur Edition 2 Commander-Decks, 100 Karten umfassend. Das erste Unboxing-Video vom Schleichangriff-Deck ist auch schon online. Das zweite Unboxing-Video folgt in Kürze. Da gehen wir nochmal ganz genau ins Produkt, stellen nochmal wirklich alle Karten vor. Aber Fazit beim ersten Deck ist schon super. Ne? Ja, also definitiv cool. Preis-Leistungs-Verhältnis ist Bombe. Kann man sich einfach gönnen. Man kriegt ja auch praktisch diese 100 Karten an der Zahl an die Hand. Das ist super. Und wenn man beide Decks kauft, dann gibt es sogar noch einen Setpreis. Das ist nochmal günstiger. Also absolute Empfehlung. Tolle Sache. Auch um mit den Karten eventuell weiterzubauen. Man hat die dann ja für seine private Sammlung, für seinen Stock. Wir werden es auf Twitch auch spielen. Ja. Ne? Entsprechend. Und auch da
da nochmal Duellvideos zu machen. Die gehen dann entsprechend auch nochmal hoch. Ja, bekommen wir die Secret Lair Editions? Ja, wir haben sie bekommen. Und zwar bekommen da wohl die VPN Premium Stores auch so Sonderboxen jetzt zugesandt oder bekamen sie zugesendet. Allerdings werden wir diese nicht online verkaufen. Dafür ist die Auflage zu gering. Wir haben die jetzt erstmal eingelagert und planen sie diese Special Items, wie auch über die Promo Packs, die wir gleich reden werden, die werden wir wieder als Preise vergeben beim Store Opening fürs Spielen im Store oder fürs Spielen auf der TraderCon. Also dafür werden wir es entsprechend benutzen. So wird man da rankommen. Aber fragt gerne mal bei anderen Local Stores nach, wenn ihr einen Local Game Store in der Nähe habt oder so. Der wird es dann ja, wenn es den Premium Store ist, auch erhalten haben. Vielleicht gibt es da dann diese Artikel dort käuflich zu erwerben. Ja, und zur Gift Edition, die wird kommen. Allerdings haben wir da noch nicht drüber informiert, denn die Gift Edition ist ja praktisch ein hochgewertetes Bundle. Nochmal mit einem Sammlerbooster mit dabei, eine andere Promokarte mit dabei. Aber es kommt erst irgendwann im November. Also es gibt noch keinen Release-Termin. Das heißt, wir sind jetzt ja noch viel zu weit weg davon und werden euch die Infos geben, wenn der Vorverkauf startet und wenn auch die Produktinformationen wirklich vollumfänglich vorliegen. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Also ich würde da nicht drauf warten, sondern wirklich mir einfach jetzt ein bestehendes Bundle kaufen. Entsprechend deutsch wie englischsprachig. Die Gift Edition wird auch wieder nur englischsprachig erscheinen. Also wer sich für deutsche Sammlerbooster interessiert, die wird es in der Gift Edition entsprechend dann nicht geben. Die gibt es jetzt ja praktisch dann einzeln oder im Display zu kaufen. Ne? Ja. Ja. Gut, das dazu. Dann fangen wir mit den News an. Die Friday Night Magic at Home Aktion ist ja bis zum 25.09. verlängert. Da könnt ihr entsprechend uns einen Screenshot schicken, wenn ihr freitags Magic Arena spielt. Es muss nicht als FNM at Home Event ausgewiesen sein. Ne? Aber dann entsprechend uns am Freitag einen Screenshot schicken und wir haben Codes für Ingame-Inhalte, die wir euch dann entsprechend zusenden können, solange der Vorrat reicht. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz sagen, der Jumpstart-Vorverkauf läuft ja noch. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass da jetzt mal ein Release-Termin genannt wird. Aber wir haben tatsächlich noch kein Veröffentlichungsdatum. Wir gehen aber fest davon aus, dass es im Oktober erscheinen wird. Ist ein super Set. Wir haben da schon ein Unboxing-Video zu gemacht und auch schon Duell-Stream-Videos. Schaut da gerne mal rein. Und wir halten euch natürlich informiert, sobald der Release-Termin steht. Ja, jetzt aber zu Zendikars Erneuerung. Veröffentlichung ist am 25.09., also greifbar, je nachdem, oder vielleicht auch schon passiert, je nachdem, wann ihr das Video seht. Der Vorverkauf läuft, beziehungsweise der reguläre Verkauf. Ihr habt jetzt bei uns aufgrund der Pre-Release-App-Home-Aktion, kann man auch deutsche wie englische Pre-Release-Packs bestellen. Wir haben es ja schon gezockt, ist richtig cool, ne? Und auch einfach ein sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, weil da ja noch eine Promo mit dabei ist und so. Also sollte man definitiv mitnehmen, wenn man einfach Bock hat, das Set ein bisschen zu hypen. Das ist ein cooler Artikel. Neu ist auch der Booster-Typ des Set-Boosters. Den haben wir in den News 33 ausführlich erklärt. Und alle Displays enthalten Boxtopper mit Expedition-Karten. Den haben wir in den News 35 ausführlich erklärt. Sammler-Booster sind die einzige Möglichkeit, eine Premium-Expedition zu finden. Und Sammler-Booster gibt es jetzt auch auf Deutsch. Das ist also auch nochmal cool. Ja, dann hatten wir in den News 37 die Commander-Decks vorgestellt, die jeweils drei neue Karten enthalten. Decklisten sind auch da entsprechend im Video und sind, glaube ich, auch bei uns bei Trader beim Artikel mittlerweile auch verlinkt. Und wie gesagt, das erste Deck Schleichangriff haben wir schon geunboxed und da ist alles vorgestellt. Genau. Jetzt wollen wir aber über die Promo-Season sprechen, denn wie bei jedem Set, also zuletzt war es ja auch beim Hauptset der Fall, bekommen die teilnehmenden Fachgeschäfte, VPN-Stores, wieder Premium-Booster und Voll-Promo-Booster entsprechend. Das sind folgende, finden Spieler im Zendikars Erneuerung Promo-Pack seltene oder super sagenhaft seltene Karte aus Zendikars Erneuerung. Alles außer modale doppelseitige Karten, seltene oder sagenhaft seltene Karte aus einer kuratierten Liste, einschließlich für Modern und Commander geeignete Karten, eine häufige oder nicht ganz häufige Karte mit dunklem Kartenrand aus Zendikars Erneuerung und eine Arena-Code-Karte. Ja. Ja, haben wir. Ja, wir schauen gleich rein. Kurz vorneweg nochmal. Diese Packs sind nicht käuflich erwerblich, allerdings dürfen Game Stores sie benutzen, um sie zum Beispiel bei Im-Store spielen. Manche Stores bieten das ja schon wieder an, dass man Im-Store spielen kann, ne? Dann praktisch erst spielen kann als praktisch Turnierpreise oder Eventpreise oder für irgendwelche sonstigen Store-Aktionen. Und die Stores dürfen sie auch als Kaufanreiz anderen Produkten beilegen.
Wir machen das online nicht, weil wir ja die Bestpreisgarantie haben, aber das ist eine tolle Möglichkeit, euren Local Store zu unterstützen. Auch gegebenenfalls, wenn der einen Tacken weiter weg ist oder so, weil die Stores brauchen Hilfe. Die Covid-Situation wird ja wirklich noch länger andauern, ich denke wirklich bis Sommer nächsten Jahres. Und auch wenn die Artikel dort im Store durchaus mal teurer sein dürfen müssen als im Online-Versand, sind solche Promo-Packs eine gute Möglichkeit, einfach für die Kompensation, dass, wenn der Store das anbietet und den Spielern das an die Hand gibt, auch die Spieler bereit sind, einfach mal einen Schlag mehr für ein Produkt zu bezahlen, als es vielleicht sonst der Fall ist. Ne? Ja. Also insofern nochmal der Aufruf, wenn ihr lokale Game-Stores habt, unterstützt sie gerne. Und jetzt schauen wir mal rein. Genau. Wie gesagt, ne? Viel Spaß dabei. Wir gucken mal in die Promo-Packs rein. Ja, vor uns liegen sie schon. Zendikars Erneuerung okay. Promo-Packs und es gibt sie ja noch als Premium-Promo-Pack. Ne? Ja. Wir teilen mal wieder auf. Zwei für dich und hier ebenfalls zwei und ein Promo für mich. Dann gucken wir doch mal rein. Ich leg mal los, ne? So. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und so, was haben wir? Wir sollen jetzt ja Karten aus Zendikars Erneuerung da drin haben. Wir sehen immer, dass sie aus den Promo-Packs kommen. Hier durch den Spark, der auf die Karte drauf gedruckt ist. Ne? Und hier hätten wir jetzt die ersehnte Beute. Für 5 Mana Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur in deiner Abenteuergruppe ein weniger. Durchsuch deine Bibliothek nach einer Karte, nimm sie auf deine Hand und misch dann deine Bibliothek. Falls du eine vollständige Abenteuergruppe hast, kannst du einen Zauberspruch mit ungefähr Mana-Kosten von 4 oder weniger aus deiner Hand wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Ja. So, zweiter Slot. Hatten wir jetzt hier gerade eine Rare-Karte, jetzt kommt entsprechend eine gewöhnliche Karte, aber in alternativen Design. Mhm. In die Turbulenz hinein für 2 Mana, Spontanzauber, Bonus wäre 2. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, ziehe eine Karte. Ebenfalls aus Zendikars Erneuerung. Das ist ja neu, dass jetzt wirklich Karten aus Zendikars Erneuerung drin sind, aber guck mal, hier haben wir nochmal eine Rare, und zwar den Ketria-Triom. Das ist ja nochmal richtig cool. Nein, entsprechend Rare. Dreifach Land. Das ist immer nice. Genau. Ja. Kommt getappt ins Spiel. Und Umwandlung wäre 3. Das heißt, wir können die Karte abwerfen, eine Karte ziehen. Aber nachher gibt es uns entsprechend, es zählt als Wald, Insel, Gebirge. Also bekommen wir ein grünes Mana, blaues Mana oder rotes Mana. Vierte Karte. Cool. Dürft ihr jetzt immer, wer es zuerst hat, darf es einlösen. Mhm. Haben wir einen Arena-Code. Und da schalten wir eine zusätzliche, nee, mit diesem Code schaltest du zusätzliche Belohnung im Magic the Gathering Arena frei. Also gar nicht mal ein Booster-Pack, sondern Belohnung. Okay, das war schon mal ein cooler Booster. Jetzt bist du dran. Also wir merken, die ersten beiden Karten sind aus Zendikars Erneuerung, aber es werden keine modalen Karten enthalten sein. Das haben sie schon angekündigt. So. Du hast eine abtrünnige Lotsenbestie. Für ein rotes Mana war mein Pre-Respekt drin. Hat auch guter Dienst geleistet. Vorsatz, Trampelschaden, Eile, 2-2. Immer wenn die abtrünnige Lotsenbestie einem Spieler Kampfschaden zufügt, bringe ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Das ist natürlich sehr cool mit der Landungsfähigkeit, dass wir da entsprechend dann das Land wieder ausspielen können. Mhm. Turbulentes neues Leben für 3 Mana, Spontanzauber. Ebenfalls hier, Zendikars Erneuerung. Opfere ein Land, durchsuch deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, bringe sie getappt ins Spiel und misch dann deine Bibliothek. Das ist mit der Landungsmechanik auch richtig cool. Ja, ne? Das ist ziemlich stark. Und auch natürlich mit denen, mit den modalen Karten, dass wir auf der einen Seite halt ein Land haben und auf der Rückseite nachher entsprechend dann auch Karten haben, die irgendwelche Effekte haben. Ne? Zaubersprüche entsprechend sind. Also da kann man richtig mit rumtricksen, indem man die Länder dann auf die Hand zurücknimmt. Erhabenes Scheinbild für 4 Mana, auch eine gute Karte. Ja. Aus M21, diesmal jetzt entsprechend. Das sehen wir im Reaper mit dem Spark. Ja, Artefakt-Kreatur Golem, Stärke 2, Widerstandskraft 2. Wenn das erhabene Scheinbild ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen. Wenn das erhabene Scheinbild stirbt, kannst du eine Karte ziehen, was wir eigentlich immer auch wollen. Ja. Und wieder ein Arena-Code für euch. Wow. Ah. Gut, mein Pack. So. Also ich finde das richtig cool. Das ist immer so ein Anreiz fürs Turnierspiel im Store. Oder jetzt dürfen die Stores ja auch in der Covid-19-Zeit diese Packs beilegen als Kaufanreiz für andere Produkte. Selber verkaufen sollen sie nicht. So, weiter geht's. Luminarch-Anwärterin für 2 Mana. Mensch-Kleriker 1-1. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du eine +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Ist auch super stark. Ja, finde ich auch. Ja.
So, Durst des Bluthäuptlings. Dann haben wir, glaube ich, vielleicht auch die Karten schon so durch, die sie drin haben. Mhm. Im zweiten Slot immer. Ja, für ein schwarzes Mana Hexerei. Bonuskosten 3. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger. Falls die Bonuskosten des Zauberspruchs bezahlt wurden, zerstöre stattdessen eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ja. Finde ich auch gut. Vor allem 4 Mana Planeswalker zerstören geht immer. Spiegelmanufakt. Auch hier Eldraine, haben wir jetzt schon 3 Editionen, einmal verschieden so durch. Ne? Ja, für 3 Mana Verzauberung, du kannst das Spiegelmanufakt als Kopie eines beliebigen Artefakts oder einer beliebigen Verzauberung ins Spiel kommen lassen. Und nochmal ein Code für euch. So. Dein letztes reguläres Pack. Engel der Legion. Engelkrieger, Stärke 4, Widerstandskraft 3, für 4 Mana fliegend. Wenn der Engel der Legion ins Spiel kommt, kannst du eine Karte namens Engel der Legion, die du besitzt, von außerhalb der Partie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Im normalen Spiel wäre es das Sideboard, aber ja. Zu Hause gespielt ist es eigentlich so Karten, die du besitzt. Ne? Die kann sich irgendwo befinden. Super. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Zweiter Slot, nee, guck mal, sind doch noch mehrere Karten. Ne? Kagan, Kriegsführerin, für 3 Mana. Menschkrieger, Stärke 3, Widerstandskraft 3. Andere Krieger, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Du willst ja ein Kriegerdeck bauen, ne? Ja. Oder was? Dann bist du ja schon gesettelt auf Zendikas Erneuerung. Okay, muss ich mir brauchen. Muss ich nochmal schauen. Oh, gut. Hirte der Albträume für aus Tiros. Wir ziehen ja wirklich immer süß auf. Das vier Sets gerade, ne? Ja. Für 4 Mana, 4/4 Dämon, Verzauberungskreatur, fliegend. Immer wenn eine andere Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, kannst du sie ins Exil schicken. Falls du dies tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie jener Kreatur ist, außer dass er 1/1 ist und zusätzlich zu den anderen Typen ein Nachtmahr ist. Den finde ich auch gut. Ja. Ja, und nochmal wieder ein Code. Wow. So, jetzt kommt's. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht's ans Promo-Pack. Ne? Alles darf ein bisschen mehr sein, darf es voll sein. Komm. So. Spannung steigt. Spannung steigt. So. Oh, das, dann geht doch schon mal gut los. Geht doch schon mal gut los. Das ist gut. Eine Foil Lotus Cobra. Ja, da bin ich schon mal zufrieden mit meinem Pack. Nimmt man gerne. Ja, für 2 Mana, 2/1, Ophis Landung. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Das macht uns einfach auch nochmal schnell in dem Landungsdeck. Ja. Du hast das Blut. Oh, das ist, guck mal, da siehst du aber, das wollen wir aber nicht haben. Hier ist die Foil. Könnt ihr das sehen? Die hat hier so Riefen von der Druckwalze, denke ich mal. Irgendwie. Keine Ahnung, ne? Aber wie sollen sie sonst drauf kommen? So. Ja. Du hast das Blut, das haben wir gerade erklärt. Ne? Und hier in Foil, aber leider mit Riefen, das ist natürlich dann nicht so schön. Aber in einem geschenkten Gaul schaut man nicht jetzt mal. Normal gibt es die Packs ja immer entsprechend drauf. So, nächste Foil hat das nicht, die ist regulär gedruckt. Schalai, Stimme der Fülle. Ja. 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 Aus Dominaria, 5. Edition. Super, läuft ja. Ja, ne? Für 4 Mana, 3/4 legendärer Engel fliegend. Du, Planeswalker, die du kontrollierst und andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Fluchsicherheit. Und für 4 beliebige und 2 grüne Mana, lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Ja, die ist auch super. Ja. Sollen ja auch so Karten sein, die so ein bisschen fürs Commander-Spiel auch sind. Ja. Also es geht alles, richtet sich so ein bisschen, das soll auch so eine Commander-Slot-Karte sein. Ja, nochmal ein Code für euch. Wow. So, und letzte Pack. Ist auf jeden Fall ein Anreiz, um mal im Local Game Store nachzufragen, ob es diese Packs gibt, wenn der Store wieder Events anbietet. Manche Stores machen das ja schon wieder. Oder ob es das auch praktisch beim Kauf irgendwie obendrauf gibt. Ne? Ja. Kagan Einschüchterer, für 2 Mana, Mensch, Krieger, Stärke 3, Widerstandskraft 1, Feiglinge können keine Krieger blocken. Für 1 Mana bestimme 1, dass ein Zug noch nicht bestimmt wurde. Der Kagan Einschüchterer hält +1/+1 bis zum Ende des Zuges, eine Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges zu einem Feigling, die dann ja nicht blocken kann. Ja. Und ein Krieger deiner Wahl verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ich finde das auch eine gute Karte. Ja, auf jeden Fall. Ja, passend mit der Kagan Kriegsführerin. Passt ja für das Kriegerdeck hier, aber leider auch hier hat sie wieder diese Riefen abgekriegt. Hier. Das kann man, was ich mal aus dem Bild so sehen kann, aber ne, entsprechend hier so wieder die Riefen. So, Nesse. Oh, auch schön. Ja, die Karte ist top. Hat natürlich dadurch, dass sie in dem Challenger-Deck drin war,
ein bisschen an Wert verloren, aber spielerisch sind natürlich immer noch Hammer. Ne? Und den Foil nehmen wir dir ja immer gerne. Mörderische Reiterin darf jeder Spieler gerne einmal besitzen, jeder Schwarzspieler. Wenigstens Zombie-Ritter. Wir können sie spielen als Abenteuer. Promptes Ende für 3 Mana. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Und dann wird die Karte ins Exil geschickt und wir können sie später als Kreatur aus dem Exil wirken. So war das bei Thron von Eldraine. Und wenn wir sie dann aus dem Exil wirken oder auch direkt aus der Hand, können wir es auch natürlich auch direkt als Kreatur sprechen, wäre es für 3 Mana eine 2-3er Zombie-Ritter mit Lebensverknüpfung. Und wenn die mörderische Reiterin stirbt, lege ich sie unter die Bibliothek ihres Besitzers. Das heißt, mit irgendwelchen Mischeffekten oder so kommen wir eventuell nochmal ran. Strong. Strong, ja. Und nochmal ein Code, der letzte für heute. Wow! So, das war's. Ich hoffe, wir haben euch einen guten Einblick geben können in die Packs. Wünschen euch viel Spaß mit Zendikars Erneuerung. Ja. Ihr werdet ihn definitiv haben. Ne? Top Set. Ja, und dann sind wir raus und sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao.